Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Teil Animal Crossing auf Dunkelheim. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Gestern war es ja ein bisschen schwierig. Ich habe es gestern tatsächlich aus weihnachtstechnischen geheimen Gründen nicht geschafft, ein Animal Crossing Video fertig zu machen. Deswegen habe ich schnell ein Video mit My Brother Rabbit eingeschoben. Aber dafür heute geht's weiter mit der weihnachtlichen Schlummerinsel von der lieben Sabine. Falls du dich erinnerst, da waren wir ja schon mal auf der Horrorinsel. Und die war ziemlich cool. Also die Messlatte liegt hoch, die Erwartungen sind hoch auf eine Weihnachtsinsel. Und das passt besser zu einem dritten Advent wie... Besser geht's gar nicht, eigentlich. Also, ich wünsche dir hiermit einen schönen dritten Advent. Und jetzt besuchen wir die Insel Pinecone. Die Schlummeranschrift ist wie immer in der Infobox verlinkt und ja, ihr Insta auch übrigens. Also schau auf jeden Fall bei ihr auf Insta vorbei. Ich denke, ich darf das verlinken. Das letzte Mal hat sie nichts gesagt zumindest. Ja, ich bin aufgeregt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich extra weihnachtlich angezogen. Und es schneit. Oh nein, wie schön. Guck mal, wie detailreich auch mit der Flagge sogar. Oh, ich mag das, wenn es schneit. Okay, also als erstes mal die Karte. Okay, es sind auch sehr weihnachtliche Bewohner, finde ich. Armin sehe ich jetzt gar nicht, leider. Sigmund. Dina, oh, Dina ist auch süß. Und Mona. Bienchen, von ihr habe ich letztens auch was gelesen, tatsächlich. Dass jemand sie auch hat. Okay. Alles klar. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange am Flughafen an. Mal guck mal, wie hübsch das schon aussieht. Mit dem Platz. Richtig cool. Wo ist denn der Flughafen? Hier drüben. Hier, okay. Also gut, hier kommt man rein. Hier ist so ein bisschen verlaub. Hier finde ich sehr cool. Hier wohnt jemand. Okay, da will ich direkt reingehen. Bestimmt sind die Häuser von innen auch gestaltet. Oh ja, auch sehr weihnachtlich. Oh, wie süß. So eine Holzhütte und hier sind so Kekse und... Oh. Sehr schick. Okay, aber leider müssen wir schon wieder gehen. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Okay. Okay, sehr schick. Bei ihr sieht es auch gut aus hier mit dem Boden. Gefällt mir. Vielleicht, liebe Sabine, wenn du den Boden noch hast, bitte schick mir den Link dazu. Wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Ich bin überfordert. Also gut, ich glaube, wir gehen zuerst hier lang. Oh, sehr hübsch. Diese Stechpalmen, ich liebe die. Ich finde die so hübsch. Okay. Oh nein, hier ist der Rentier. Oh nein, hier wohnen die Rentiere. Oh, wie cool. Okay, also, ich bin begeistert. Also, ich brauche gar nicht mehr sehen. Ich bin jetzt schon begeistert.
Sehr schick. Hier am Strand wird wahrscheinlich nicht so viel sein, ne? Ich war da hinten gar nicht am Strand. Überall so Weihnachtsbäumchen und so. Sehr schick. Okay. Also, das finde ich gut. Ich muss direkt ein Foto machen. So, dass es so aussieht. Karotte. Ja, also so. So vielleicht? Moment, kann ich nicht auch ein bisschen ranzoomen? Ja. Da müsst ihr jetzt durch. Oh, das finde ich richtig schön. Cool, cool. Okay, dann geht's hier weiter. Strand waren wir ja schon. Sehr schick. Okay, Moment, wir müssen da mal... Ich habe Angst, dass ich was verpasse. Mal wieder. Ich habe mal wieder Angst, was zu verpassen. Wie immer. Das ist das Problem, wenn man Futterneid hat. Aber ich glaube, wir gehen tatsächlich erstmal nach hier. Den Weg entlang. Ah ja, gut, hier passiert nicht mehr so viel. Aber es ist sehr schön. Übrigens, hiermit wünsche ich dir auch einen schönen Advent. Einen schönen dritten Advent. So langsam wird es ja eng. Bald ist Weihnachten. Oh, es ist so hübsch. Das Item finde ich auch sehr schön. Ich glaube, wir gehen mal hier hoch. Bleiben mal hier. So ein bisschen waldig. Sehr schön. Gehen wir hier. Hier kann man dann den Polarstern sehen oder den Weihnachtsmann, wenn er dann hier mit seinem Schlitten lang fliegt. Nicht da. Und er hat so einen Angler. Hütchen, auch cool. Oh, hier ist jetzt... Oh, okay. Hier ist so ein Fischermarkt. Oh, ich glaube, da soll man nicht lang gehen. Okay, cool. Wie so eine Halle sieht es aus. Wie so eine Markthalle. Okay, das finde ich auch cool. Auch voll die gute Idee. Den Planwagen überall. Erinnert mich ein bisschen an so einen Charles Dickens Film. Ah ja, hier geht's dann weiter, okay. Oh, hier kann man Schlittschuh laufen. Oh, das ist auch cool. Das hatte ich mir bei meiner Insel auch tatsächlich überlegt. Sowas in der Art. Ist auch cool. Und hier fährt der Planwagen mit Pferdchen. Oh, bei Pferdchen bin ich ja immer dabei. Da geht's nicht weiter, ne? Nee. Oh, da kommt noch so ein Städtchen. Also, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst langlaufen soll, weil es hier so schön ist. Oh, hier ist ein Post Office. Okay, richtig cool. Hier kommt dann die Weihnachtspost an. Hier wohnt hier jemand? Ja. Ja, richtig gut. Also du hast es wieder richtig sehr gut gebaut. Also gefällt mir alles richtig gut. Ich habe noch nicht mal alles gesehen. Oh, Erik. Erik ist auch so süß. Mhm. Auch richtig weihnachtlich. Sehr cool. Ich nehme mir einen Keks, ja? Okay, danke. Tschüss. Ich bin ja der totale Weihnachtsfan. Magst du denn auch Weihnachten oder bist du
Eher ein Grinch. Ah ja gut, hier geht's dann wieder so hoch. Okay. Hier geht's runter. Okay, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Oh, hier ist doch der... Ein Steinkreis mit dem Schlitten und dem Weihnachtsbaum. Oh, richtig hübsch. Oh, und hier noch so ein Pavillon. Okay, sehr hübsch. Moment. Oh, das ist auch schön. So ein kleines Häuschen. Ah ja, hier ist Sigmund. Da musste ich niesen. Entschuldigt bitte. Ich hoffe, ich habe es noch rechtzeitig geschafft, mich zu muten. Okay, wer wohnt hier? Hier waren wir noch. Hier waren wir noch nicht, oder? Nee. Thorsten. Oder waren wir hier schon? Ich habe ja einen Orientierungssinn. Wie, weiß ich nicht, eine Eintagsfliege Leben hat, so ungefähr. Was sehr schick. Auch wieder sehr weihnachtlich. Und ich liebe dieses Bett einfach. Mit dem Holz. Ich würde hier sofort Ferien machen. Also auf dieser Insel. Ich würde sofort einziehen. Ich hoffe, du hast noch ein Plätzchen frei. Ah ja, hier sind wir jetzt so im Markt. Da kommen wir wieder auf den... Ja, wir sind noch nicht fertig mit dieser Seite, glaube ich, oder? Doch? Sind wir noch weiter hinter, ne? Sehr schön. Oh, mit so einer Küche und so. Oh, das ist, glaube ich, hier der richtige Weihnachtsmarkt. Mhm. Ganzen Häuschen auf den Ebenen und so. Nicht richtig schick. Was ist denn den Glühwein? Ah, hier ist der Laden, aber da hinten war noch was. Oder? Nee? Ah ja, da ist noch so ein Häuschen. Okay, cool. Ja, und dann hier ist so eine Burgmauer. Genau, da kommen wir wieder zum zum Markt hier. Oh, sehr hübsch. Also ich laufe ein bisschen kreuz und quer, ihr wisst, keine Orientierung und so. Das haben wir auch schon gesehen, ne? Ist auch sehr schick. Dann geht es hier hinter auf jeden Fall. Ach ja, genau. Hier war das Ice Skating. Post Office. Okay, dann haben wir das doch schon gesehen. Okay. Das ist sehr hübsch. Hä, kam ich nicht hier gerade von da? Nee? Ah ja, genau. Und dann geht's hier weiter. Nach oben, glaube ich. Ja. Eine Bäckerei. Oh, njom, njom. Mit so frischem Brot. Einem Kochbuch, wo da liegt. Oh, so süß, die Details. Und Annette ist die Bäckerin. Süß. Auch sehr hübsch. Nur leider ist die Weihnachtszeit dann immer so schnell vorbei.
Hier hat auch so ein kleines Gärtchen anscheinend hier, ja. Hier auch sehr hübsch. Das ist wohl dann ihr Haus. Gucken wir mal, was hier noch so ist. So ein Brunnen. Mit Weihnachtssternen. Mit Geschenken. Ich bin gespannt, an was für ein Projekt sie als nächstes arbeitet. Oh, eine weihnachtliche Festtafel. Und natürlich diese Schneefalltapete, die passt da ja perfekt dazu. Richtig cool. Okay, wir gehen mal in den ersten Raum. Kann ich mir so richtig gut vorstellen, so eine Weihnachtsparty. Oh, hier auch. Hier ist dann das Geschenkezimmer. Der Schlemmfestkamin ist auch einfach so hübsch. Mir gut vorstellen, dann hier so Weihnachtsessen zu machen. Und hier in der Küche, oh, sehr hübsch. Hier in der Küche zu kochen. Oder so wie ich. Schabernack zu treiben. Mal mit der. Ah ja. Sehr cool. Also ihr seht schon, ich bin sehr, sehr fasziniert von dieser Insel. Meine Erwartungen wurden übertroffen. Ah ja, hier ist das Badezimmer. Mhm. Ich bleib mir beim Kopf da hängen, deswegen bewegt sich das. Gehen wir zuerst nach oben. Oh, ist das vielleicht ein Kinderhaus? Oder vielleicht so ein Waisenhaus? Jetzt, spontan ist mir jetzt das Haus von Peter Pan eingefallen. Also, von den drei Kindern. Die Peter Pan besucht, aber das ist es wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß nicht, habt ihr auch so ein Gefühl von Charles? Oh, hier ist die Weihnachtswerkstatt. Hier sollten wir nicht sein. Hier müssen wir wieder weg. Aber es ist schön. Hier wird gebastelt an den Geschenken und sehr cool. Habt ihr auch so ein Charles Dickens-Gefühl? Die Weihnachtsgeschichte? Okay, dann gucken wir mal, was hier drüben ist. Hier wohnt jemand. Okay, cool. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das denn in Käfigen? Mit den Schlitten. Oh, ich muss auch mal gucken. Ich glaube, die Schlitten kann ich auch herstellen. Hier ist nochmal so ein Gemüsebeetchen. Cool. Hier kommt Honig. Nom nom. Hier wohnt auch noch jemand. Ah, ist total cool mit den gelben Pflanzen. Gelben Blümchen.
Hier wird der Honig gemacht. Bienchen, du bist der Imker. Finde ich gut. Auch süß mit dem Leuchtwürfel. Coole Idee. Und alles in Gelb. Okay. Von wo kam ich denn jetzt? Von hier? Nee, hier war ich noch gar nicht. Ah doch, hier ist die Eiskunstlauf-Sache und da gibt es noch was zu essen. Glühwein. Ja. Da kommen wir jetzt zu ihrem Haus. Ich glaube, das machen wir gleich. Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang. Was hier noch ist. Auch wieder so ein Häuschen, richtig cool. Genau, und von da kamen wir. Da ist das Museum. Genau, und da ist dann nur noch Strand. Aber auch schön dekoriert. Mit dem Leuchtturm. Oh, und guck mal, da ist ein sehr moderner Weihnachtsbaum. Finde ich aber auch cool. Gefällt mir auch. Aber ich glaube, ich bin eher der klassische Mensch. Okay, dann gehen wir jetzt. Upsa, Entschuldigung. Will ich eigentlich hier hin? Ich will hier gar nicht hin. Ich will eigentlich hier oben bleiben. Du, nochmal Entschuldigung. Nochmal schubsen. Genau, da war das Leseding. Ach so, da waren wir doch gerade. Ah ja, ja doch, dann will ich doch dahin. aber hier oben lang, genau. Dann bleiben wir erstmal hier, glaube ich, auf dieser Seite. Sehr schick. Das ist doch so ein super Licht einfach, ne? Genau, da ist dann wieder der Weihnachtsmann. Wer wohnt hier denn? Armin, bei dem waren wir schon. Ach ja, und hier wohnt gar keiner. Okay. Ich dachte, da wohnt noch jemand. Okay. Will ich mir natürlich noch die Schneiderei angucken. Oh, es ist auch einfach so perfekt gewählt, dass hier dieses Weihnachtskleid drin hängt. Das ist einfach richtig gut. So gut. Okay, da ist dann wieder der. Gehen wir mal hier hoch. Heiße Schokolade. Genau, hier ist der Shop. Den haben wir von der anderen Seite gerade schon gesehen. Auch cool. So ein paar Zeitschriften. Okay, ich glaube, wir sind durch. Also ich finde es eine sehr, sehr schöne Insel. Hier noch mal ein bisschen drüber laufen. Wobei hier der Rentierstall ist mein Highlight. Also echt coole Idee. Thank you.
Auch cool mit der, mit dem Glockenturm klingeln. Sieht man hier irgendwo, wie viel Uhr es ist? Oh, 6 Uhr früh. Okay. Sehr cool. Also vielen Dank, dass wir diese Inseltour machen durften. Und ich hoffe, du hattest Spaß beim Zugucken. Und, genau. Oh, den Campingplatz habe ich mir nicht angeguckt. Einen Moment. Der ist hier noch. Den sehe ich noch. Den hab ich völlig unterschlagen. Auf der Landzunge, auch cool. Hier mit der Baumruine. Der sieht ganz anders aus als meiner, ne? Irgendwie verrückt. Aber es ist der gleiche. Aber sehr schön. So, wie komme ich hier wieder raus da? Ja. Genau, also ich hoffe, du hattest einen wunderschönen dritten Advent. Und jetzt geht die letzte Woche, die heiße Woche los. Mit allem Besorgen. Für die Feiertage. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Und ich hoffe, ich begleite dich in den täglichen Videos. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut unbedingt bei der Sabine vorbei. Die freut sich sicherlich. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.